Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Together World of Tanks. Okay, weiter. Ab geht's. Wir spielen DayZ. Für die, die es noch nicht aufgefallen ist. War auf jeden Fall genial. Warte mal, du willst die beende die Aufnahme jetzt so schmeißen. Nein, das nehme ich an. Weiter. Das Nein. nehme ich weiter. Nein. Nein, mach die scheiß Tür zu. Willst du, dass sie uns von hinten abballern oder was? Jetzt seh zu. So, jetzt fangen wir von vorne an. Alles klar. So. Scheiße. Halt doch mal die Backen jetzt. Ja, halt die doch. Ich bin ruhig. Okay, 3, 2, 1, los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Together DayZ Standalone. Euer Gastgeber ist wie immer Oberst Leo und der Gunshot ist auch mit dabei. Heyo. Heyo. Gunshot ist der mit dem hässlichen Motorradhelm und ich bin der mit dem orangenen Regencape. Regencape. So. Wir sind jetzt nördlich vom Airstrip in so einer kleinen, niedlichen Bracke hier. Und wir möchten natürlich jetzt auf den Airstrip, um uns besseren Loot zu holen. Wir sehen schon an unseren Klamotten, die sind nicht ganz so doll. Wir sehen eher aus wie irgendwelche dümmlichen Zivilisten. Aber wir wollen natürlich hier richtig hardcore-mäßig aussehen, so mit Tarn und so. Und natürlich bessere Rucksäcke, besseres Equip. Deswegen müssen wir uns da erstmal ranpirschen und gucken, was da so abgeht. Alles klar? Jojo, ich bin soweit. Ich gucke erstmal, werfe erstmal einen schelmischen Blick raus, weil ich habe ja eine orangene Jacke an. Das heißt, der Gegner sieht mich definitiv nicht. Wir müssen aufpassen hier Richtung Osten. Dieser Hügel da hinten. Der hat einen optimalen Blickwinkel auf das Airship und dann halt Airstrip, nicht Airship. Hm. Das Schiff habe ich auch noch nicht gesehen, das auf, ja, klar, das ist Final Fantasy Airship und so. Okay. Die Idee, wollen wir uns erstmal durch den Wald da pirschen und dann auf den Hügel hätten raufgehen, um auf den Landeplatz zu gucken, oder wollen wir direkt hier erstmal zum Zaun hoch? Nee, ich würde sagen, wir gehen wirklich erst über den Berg, um vielleicht zu gucken, ob da irgendwo ein Sniper wieder rumhängt und uns dann weglaschen will. Weil das wäre ja ganz praktisch, wenn er halt so guten Blick hat, wäre es doch schon sinnig, wenn wir da mal in die Gegend gucken. Und ja, oft genug erlebst du hier einfach nur Camper, die einfach nur drauf warten, dich hier wegzuholen. Egal, ob friendly bist du oder nicht. Aber das Blöde ist, wir haben uns ja echt an einem behinderten Punkt ausgelockt. Ne? Also wir sind ja von überall einsehbar und, ja. Okay, aber wir haben, guck mal, genau, wir haben hier ein kleines Waldstückchen. Alle, die ersten zwei Aufnahmen ein bisschen verwirrend fanden. Das lag daran, dass ich eigentlich viel mehr Material da einbringen wollte. Allerdings, ja, ich war mit der Qualität nicht zufrieden und dann halt, ja. Deswegen haben wir erstmal uns für das Material entschieden. So, und was mit dieser Minimap oder was mit der Map halt auf sich hatte, da könnt ihr natürlich was in den Comments hinterlassen, wie euch das gefällt, dass ich euch dann halt am Anfang zeige, wo wir lang gehen. Allerdings, ihr habt das ja selber gesehen, ich habe das mal notdürftig gemacht, also nicht allzu professionell. Boah, das hat ja hoffentlich gereicht. Aber wie gesagt, verewigt euch in den Kommentaren und sagt mir, ob es euch gefallen hat oder nicht. Das könnt ihr bei Gunshot natürlich auch machen. Werdet ihr da auch lesen. Kurze Unterbrechung, mein Freund. Hängst du hier gerade noch irgendwo rum? Ich nutze das Wald aus, ja. Ich nutze den Wald aus. Ja, ich habe dich mit deiner orangen Jacke verloren. Aber du mal was da? Oder hier? Eben warst du noch links hinter mir und dann warst du weg. Ja, warte, ich beobachte jetzt erstmal ein Waldstück gegenüber. Rechts von uns, oder? Ja, da wo wir lang wollen. Ich springe jetzt über die Freifläche. Vielleicht sehe ich die. Ich sehe noch keinen Springen. Ich bin schon fast drüben. Aber ich nehme an, dass du eventuell auch schon drüben bist. Ja, wir haben uns auf den ersten 10 Metern verloren. Nee, ich hab dich, hab dich. Naja, alles gut, ich bin noch hinter dir. Alles gut, ich komme gleich. Ich renne jetzt erstmal weiter die Richtung geradeaus und dann muss ich rechtsübergreifend springen und dann bin ich genau bei dir.
Jetzt sehe ich dich, aber wirklich, du bist echt weit zu sehen mit diesem scheiß Cape, Alter. Ich weiß, ich weiß. Müssen wir dringend irgendwie was anderes finden. So. Aber das ist gut, so kannst du mich wenigstens nicht über den Haufen ballern. Also du könntest schon, aber es wäre unzweckmäßig. Ja. Wir können das auseinanderhalten. So, ich bin jetzt hier. Keine Bewegung gerade auf dem Berg. Gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon in deiner Nähe. Ich hab dich wir hier. Wir könnten abwechselnd springen. Ich, ja, dann möchte ich dich aber erstmal sehen, wieder. Also, ich bin jetzt hier am Waldrand. Ja, jetzt sehe ich dich, alles klar. Du kackst da gerade den Tannenbaum voll. So. Alles klar, ich bin direkt hinter dir. Direkt. Kniehend. Hockend. Willst du als erster springen? Geradezu zum roten Busch oder was? Oder hier zu links zu den Tannen, wo willst du hin? Ja, geh erstmal ins Dunkelgrün. Ich denke, da hast du erstmal ein bisschen mehr Deckung. Alles klar. Ich bleib erstmal hier, überwach dich. Weil wenn ich als erster springe, dann bin ich ja wie so eine, als hätte ich eine RKL auf dem Kopf. Alles klar. Ja, weiß Bescheid. Ich springe. Behalt den Berg im Auge. Direkt der Weg, ne? Ja. So, bin wieder in Stellung. Gut, dann guck mal um 180 Grad und dann bringe ich. Okay. Sieht soweit ganz ruhig aus. Okay, dann springe ich jetzt. Jo. I'm on the road, baby, I'm on the road. Gehen die Mücken auf den Sack. Gleich. Boom, Headshot. Ich bezweifle das. So, ich bin da. Jo. Rauscht hier rum. Guck erstmal Richtung Norden, da wo du gerade vor mir rumtanzt. So. Lass mal gleich. Ich bin ja schon mal gespannt. Ich bin ja schon mal gespannt auf deine Aufnahme zu sehen, weil ich will wirklich mal wissen, wie weit man mich hier schon aufklären kann. Wirst du denn sehen? Lass gleich weiter in das kleine Stück da, das ist so ein kleiner Sprung, da können wir zusammen. Gut. Ab geht er. Na los, na lauf. Hier können wir eigentlich auch so die ganze Zeit weiter. Ist kaum Freifläche, wir haben überall immer ein bisschen Deckungsmöglichkeiten. Bis auf das Stück gerade. Ich wurde nicht erschossen, von daher geht es. Deck. Oh, warte mal. Was? Ich bin gerade auf den Desktop gekommen. Oh. Ja, und was sagt er? Hallo. Aber das sieht man nicht. Für alle, die jetzt denken, warum wir so übertrieben, übervorsichtig sind. Ich meine, jeder, der DayZ schon mal gespielt hat, weiß ganz genau, wie das läuft mit den Heckenschützen hier. Und wir haben schon zuhauf Bekanntschaft gemacht, gerade wenn wir echt guten Loot hatten. Dann hast du zwei Schüsse gehört, dann war der eine tot, drei Schüsse später der andere. Und das wollen wir dieses Mal einfach nicht riskieren. Ich bin jetzt rechts von der grauen Scheune. Okay. Oh, guck mal, hier kann man wunderschön über die Freifläche beobachten. Jetzt ein WBG, Alter. Falls sich jemand fragt, was ein WBG ist, es ist ein Wärmebildgerät.
Mal wunderschön schützen und Autos aufklären. So, ich bin in der Scheune. Okay. Ich bin immer noch rechts davon. Okay. Wollen wir den Berg hier ein Stück hoch? Ja, warte, ich guck erstmal. Also wenn da wirklich irgendwelche Sniper rumliegen, ne? Mhm. Dann sag mir erstmal wo und dann ballern wir sie um. Ganz einfach, wenn da jemand oben rumkämmt, dann hat er nur eins im Sinne und das ist nicht Survivor irgendwie nett begrüßen. Kino. Das ist mir auch egal, wenn die friendly schreien oder sowas. Wenn sobald die anfangen zu schießen oder wir eine bessere Position haben, dass wir sie niederkämpfen können, dann hauen wir sie weg. Also ich bin jetzt schon in dem Waldstück bei so einem kleinen, ja, Jäger auf dem Stand. Gut. Ich bin 10 hinter dir. Ah, okay. Gut, ich habe jetzt so ein bisschen, das Airstrip ist rechts von uns, kann das sein? Das ist rechts von uns, ja. Gut, dann sind wir ja jetzt schon langsam an dem höchsten Punkt angekommen eigentlich. Ja, wir sind schon ziemlich hoch gelegen. Ich will ja mal gleich mal gucken, gehen wir an den Wald ran und dann mal sehen. Ob wir da so schönes aufklären können. Da siehst du auch schon die Hangars. Mhm. Ja, ich glaube, höher als hier brauchen wir nicht, weil ich kann jetzt selbst kaum noch nach unten zum Airstrip hinwirken. Wir müssen aufpassen, weil auf weite Distanz werden die Büsche nicht mehr angezeigt. Also die Gräser nicht mehr. Also, und dann können die uns doch tatsächlich sehen. Ja, dann nehmen wir am besten den markant roten Busch ungefähr 100 vor uns. Ich crouche schon dahin. Crouched. Ich crouche. Richtige Gangart. Dann versuchen wir gleich von da aus ein bisschen runter zu gucken. Ja, und ja. Wenn da nichts ist, dann haben wir ja vielleicht Glück und diesmal vielleicht ein leeres Airstrip. Beziehungsweise mit Loot natürlich proppenvoll, aber keine Menschenseele da. Ist ja auch das kleine Airstrip, da weiß ich nicht, wie relevant das für die Leute sonst ist. Die meisten wollen halt meistens immer gleich zu dem großen Airstrip. Was wesentlich weiter westlich liegt. Das wird auch gern bekämpft. Weißt du ja. Hm. Was wir machen, das jetzt wir beide. Wir bekämpfen das Airstrip. So, ich habe jetzt das linke Gebäude im Auge. Noch nicht allzu von den Gräsern gestört. Ich gucke gerade. Also ich sehe da unten keine Bewegung. Ist jetzt auch nicht. Gut. Na denn? War ganz smooth. Vielleicht ist da einer drinne oder was weiß ich. Ich will mal gucken. Dass die beiden Fenster an der Häuserecke, die zu uns zeigt, die unteren. Mhm. Da müsste was zu sehen sein. Ja, ich hab keine Zielvergrößerung. Ich kann weniger einsehen als du. Hm. Naja. Ich beobachte jetzt einfach mal Richtung Hangars. Ja, beobachte du mal weiter und ich crouche weiter vor. Warte, nicht da lang. Da sieht dich doch jeder. So. Na gut, es wird von hier sieht uns sowieso jeder. Wollte ich gerade sagen. Orange Jacke und, und du machst eine Querbewegung. Ich weiß. Aber ich will ja. Links vom Airfield, da gehen sie ganz gerne lang in dieser kleinen Senke. Da sind sie zwar nach links offen, aber, ja. Gehen da trotzdem ganz gerne lang. Okay, willst du vorgehen? Richtung Zaun? Ich, crouche gerade. Was meinst du? Meinst jetzt, aufstehen oder? Nee. Crouch ruhig, wenn du crouchen willst. Hab hier erstmal alles im Auge. Meine orangenen Jacke. Ich hab meinen lilanen Rucksack. Schau schon erstmal zurück zum Busch, da habe ich ein bisschen mehr Deckung. Crouche direkt drauf zu? Ich crouche etwas weiter links, also der Anfang vom Airfield, da sind ein paar Büsche.
Zu denen ja, möchte ich gerade. Von ja, meine aus. Damen und Herren, ich weiß allerdings nicht genau, wie weit ich hier, wie hoch ich mit der Waffe hier anhalten soll auf diese Distanz. Also ich nehme an, dass ich jetzt von dem linken Gebäude, grob geschätzt, mindestens 500 Meter weit weg bin. Naja, sagen wir mal eher 450. Grob geschätzt, ne? Also wie gesagt, könnt natürlich eure persönlichen Eindrücke auch da reinschreiben. Komm ins. Ja? Okay. Ich mache jetzt nochmal kurz hier eine Beobachtungshalt. Ich guck mal Richtung Hangars. Der war bis jetzt sehr friedlich aus. Ich habe keine Bewegung. Ich auch nicht. Oh, ich bräuchte einen Long Range Scope, Alter. Und dann mit der Mosin Long Range Scope. Das wäre richtig Hammer. Ich sehe übrigens im Tower auch nichts. Ich bin jetzt unten am Zaun. Ja. Hier ist auch direkt eine offene Stelle im Zaun. Kannst du mich noch aufklären? Im Moment sehe ich dich nicht. Hier ist nur so eine kleine, den Abhang und die Gräser halt. Da kann ich dich nicht aufklären. Aber ich kann mir gut vorstellen, wo du bist. Gut, okay. Ich bin ja, wie gesagt, am Anfang vom Airstrip. Da ist links ein ganz kleines Häuschen. Davor in der Sichtfeld steht ein Busch und links davon sind zwei Tannen. Und bei den, oder mehrere Tannen siehst du von da aus. Und bei den Tannen liege ich jetzt gerade und habe direkt einen Blick auf das Loch im Zaun. Drei Tannen, ne? Die direkt nebeneinander stehen. Ja, genau. Da musst du dann einmal hin. Und dann können wir dann zusammen hier hin. Warte, ich guck noch einmal über den Platz. Ach, Mensch. Ja, ich beobachte ja auch. Von daher beweg dich. Jetzt habe ich Schluck auf. Entschuldigen Sie bitte. Oh Gott. Na super, trink was. Der Feind hört mit. Ja, ich weiß. Oh, meine Damen und Herren, jetzt sehen wir sie eine orangene Jacke den Berg runterklautschen. Ja, wie gesagt, wir sind hier nicht, um das Airfield oder Airstrip zu bekämpfen. Ja? Sondern wir wollen natürlich Loot und ich habe schon wieder Mensch, ja, egal. Wo bin ich denn jetzt da? Ist das nervig? Wie gesagt, wir sind nicht hier, um hier irgendwelche Survivor abzuknallen. Wir wollen einfach nur unseren Loot verbessern. Unsere Ausrüstung. Natürlich, was sie da so Schönes für uns haben. Allerdings ist es hier ziemlich ruhig. Ich hätte mir auch sagen lassen, dass ein Großteil der Spiele halt eher so im westlichen Bereich der Map unterwegs sind. War doch so, ne? Ja, und im Süden aus irgendeinem Grund bekämpfen sie sich ja andauernd bei Elektro. Ist halt für die, die wahrscheinlich massig auf PvP stehen und unbedingt ihre Kills wollen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die halt in die Siedlung gehen, wo halt auch die Starter immer auftauchen. Ne? Ja. Ist ja leichtes, wie sagt man? Leichte Beute. Ja, genau, das wollte ich sagen. So, ich bin jetzt bei den Kugelbusch. Bei dem da, wo du vorhin Beobachtungszeit gemacht hast. Ah, alles klar, dann bist du gleich hier. Mal jetzt in den westlichen Bereich des Airstrips. Gut. Ja, sobald wir beim Zaun angelangt sind, müssen wir dann die Beine in die Hand nehmen, weil da sind wir komplett frei aufklärbar. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich erstmal zu dem kleinen Häuschen da, ne? Laufen, geradezu. Und dann von da aus uns weiter fortbewegen. Weil du meinst das jetzt im östlichen Teil oder was? Nee, was ich gerade, das siehst du gleich, wenn du bei mir bist. Da haben wir ein kleines Häuschen. Ich will einfach bloß gucken, ob da was drin ist. So wie das eine Mal, wo ich die M4 dann da drin gefunden habe. Und das wäre ja sehr praktisch, ne? Gegen so eine M4 dich nichts einzuwenden. Du müsstest doch jetzt langsam da sein. Ja, ich bin gleich da. Wäre mal ganz ruhig. Ich bin noch kein D-Zug. Also ich sehe nur ein kleines Haus, was da hinten am blauen Tor ist. Meinst du das? Ist da,
komm einfach zu mir vor, dann siehst du das. Ich kann es jetzt so noch nicht erklären, weil du ein bisschen was anderes siehst durch dein Kackding da, als ich. Hm? Ich bin hier gerade am Crouchen, ich sehe ja auch alles, was du. Also, ich bin jetzt hinter den Tannen. Wo bist du? Ah, du bist ja schon am Zaun unten, ne? Mhm. Gut. Ich glaube, du bist irgendwo anders hin. Nee. Muss ja auch. Wir treffen uns bestimmt gleich. Also jeder der Zuschauer, die dieses Spiel auch selber spielt, darf natürlich Tipps und Tricks gerne da lassen. Wir, das ist hier kein Pro-Gaming oder sowas, wir sind einfach auch, wir spielen das gar nicht mal so lange, seit anderthalb Wochen oder so haben wir das, ne, und kommen leider relativ selten zum Spielen. Wie gesagt, Tipps und Tricks gerne da lassen. Und ich finde dich nicht. Mhm. Weißt du, was ich jetzt mache? Steh mal kurz auf. Ja. Oder schieß in die Luft, ist mir auch egal. Na. Gespannt. Ich mache jetzt. Ich kann hier nichts aufklären, aber ich sehe. Ah, da hinten bist du. Du bist jetzt gerade am Zaun, ne? Ja. Ich bin durch den Zaun, gehe hier kurz in den Busch rein. War bloß, damit du mich kurz aufklären kannst. Alter, wo bist du denn lang geschaut? Du bist ja ganz woanders lang gegangen. Ich bin weiter rechts von dir. Na, das dachte ich mir schon. Solange wie du gebraucht hast, musstest du weiter rechts sein. Also die Drillingstannen, also wie gesagt, die sind sehr markant. Also ja, du, ich sehe überall Tannen. Tannen hier, Tannen da. Ich weiß gar nicht. Alles sind Tannen, zum Glück keine Tanten. So. Oh mein Gott. Oh Gott. Mhm. Schenkelklopfer. Bip, bip. Ja. Okay, warte kurz. Ich beobachte noch mal kurz den Gebäuden. Hab da keine Bewegung. Du willst also jetzt da hinten in das kleine Gebäude beim blauen Tor, richtig? Genau. Dann bleib ich erstmal hier und überwach die Gebäude da hinten. Okay, ich muss auf den Weg. Jetzt glaub, kann jetzt auch in die Fenster reingucken. Ja, mehr oder weniger. Na, ich glaube, das ist so ein Kackgebäude, wo man gar nicht rein kann. Ja. Kommt man nicht rein. Wie hast du da letztens die M4 gefunden? Da waren wir auf dem großen Airstrip. Herr Oberst Leo. Aha, aha. So, also ich bin hier, dann komm hier mit her, dann gehen wir von hier weiter nach vorne. Oder willst du, während ich mich zum ersten Gebäude hinten bewege, auch noch sichern? Ja, ich bleib erstmal hier. Gut, dann laufe ich gleich und direkt dann, weiter. Und dann gebe ich dir ein bisschen Support. Gleich rennen so ein paar Survivor an mir einfach vorbei und gehen einfach rein, du. Ja. Also, moin! Läufst du geduckt oder crouched? Ich laufe schnell. Ich laufe komplett aufrecht. Okay. Und werde mich gleich, wenn ich an dem Gebäude angekommen bin, an dem Gebäude ins Gras legen. Okay, gut. So, und jetzt kann ich ja mal gucken, wie ich dich aufkläre. Auf die Entfernung. Bewegst du dich auch schon in meine Richtung? Noch nicht. Jetzt. Ich crouch jetzt. Ich stehe jetzt auf. Okay, das ist natürlich für die Zuschauer total geil, wer ihn eher sieht als ich. Ja, ab in die Comments wollte ich gerade sagen. Beweis das erstmal. Ach da! Oh Gott! Ich hab dich. Alter. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin vielleicht auch farbenblind. Nee, ich erkenne dich in Orange. Ich lag da hinten in einem Busch drinne. Bin eben erst aufgestanden. Bisschen, ein bisschen aufpassen, ne? Wegen Leute, die sich da einloggen. Die von Server zu Server springen und Ja, ja.
sich da halt den Loot abzugreifen. Okay. Bin ja schon fast sicher, dass hier nichts drin ist. Meinst du? Ich glaube, die Tür war noch zu, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich habe noch nicht ganz um die Ecke gucken können. Warte, 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 warte. Die ist offen. Tür ist offen. Oder? Ja. Oh, bin ich an der Treppe vorbeigelaufen. Ich gehe in den ersten Raum. Ja, ich mach die Tür hinter uns zu. Hier sieht's der leer aus. Hier ist, glaube ich, nichts. Ich leg mich mal kurz hin. Ne. Hier im ersten Raum ist nothing. Ich hab einen ultra hässlichen Pilotenhelm gefunden. Bist du unten? Ich bin unten jetzt hier, ja. Okay. Warte mal. Okay. Sicher. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Pristine Burlap Sack. Ach, das sind, damit kannst du auch einen Rucksack bauen. Oh ne, brauchen wir nicht. Hier hinten ist noch was. Handschellen. Hier ist nur Scheiße. Da wurde schon gelootet hier alles. Ja, badly damaged Handschellen. Hier ist nichts. Was ist das da oben? Ein Waffenreinigungsgerät, ne? Oh. Du bist gar nicht mehr. Ja. Hier liegt da eigentlich aber trotzdem ein paar ganz gute Sachen rum, ne? Haben wir hier. Ja, aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Grey Cargo Pants. Ich hab Green Cargo Pants. Ich lasse meine grün mal an. Was haben wir hier? Ein Sewing Kit. Wie sieht meins? Wo ist mein Sewing Kit? Mein Nähzeug. Da. Meins ist Wern. Brauchen wir also nicht. So. Warum zum Teufel? Ah, jetzt. Weapon. Hast du auch ein Waffenreinigungsset schon? Ne. Ja. Gut, das ist damaged. Ich nehme es mal mit, bis wir irgendwo mal ein besseres finden. Ansonsten ist ja hier nichts. Das Holster habe ich. Brauchst du nicht noch ein Holster? Nee, das. Hast du das gesehen? Meins ist besser. Achso, okay. Ich hab ein Holster. Meins ist pristine, Alter. Okay. Na dann. Gut, dann hauen wir wieder ab. Ich guck erstmal hier aus dem Fenster. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Na, gucken wir mal, was die Hangar zu bieten haben. Jo, lass uns springen. Direkt nach links, rechts. Hier ist noch ein Haus. Ja. Gleich nach oben. Ich hol mal meinen Revolver raus. Nahkampf kommt hier doch etwas besser. Power, oder? Nee. Stift. Liegt auch gar nichts. Überhaupt nicht? Nee. Du brauchst auch nicht hochgehen, wir sind sofort aufgeklärt, wenn wir da jetzt hochgehen. Oh, Mensch! Alter! Keine Angst, in meiner Aufnahme siehst du, dass ich nicht dich irgendwie behindere. Okay. Das ist Bug-Kram hier. Warte mal kurz. Meiner will was essen. Dann ess was. Ich hab nichts mehr, genau. Geh ins Haus, dann kannst du da essen, dann gebe ich dir was. Hast du einen Can-Opener? Ich glaube nicht. Egal, ich hab dir jetzt eine Dose aufgemacht. Was zu trinken hast du noch? Ja, ja, trinken habe ich. Trinken habe ich genug. Dann ess erstmal was. Hab mal einen Blick die Treppe hoch. Ja. Ja. Während ich esse, kann ich leider den Blick nicht großartig nach oben nehmen.
Ja, ist okay. Das ist ein Schwein. Gut. Bist Fetch. du fertig? Bin ich rechts am Gebäude wieder rum, war. Warte mal. Ja, lass uns, nee, lass uns genau hier unten lang gehen. Bauchgefühlmäßig. Wir sind zwar von allen Seiten quasi sehr gut einsehbar. Außer jetzt. Oh, ein Bauarbeiterhelm. So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Hier ist Motorradhelm. OMG. So. Ist ja sehr enttäuschend hier. Naja, schauen wir mal nur die Hänge ab. Kann ja nicht. Ich glaube auch nicht, dass da noch großartig was ist, aber wenigstens nachgucken. Hinten liegt irgendwas. Stiefels. Boah, badly damaged. Nö, nehme ich nicht. Nö, empty. Tote Hose. Hörst du das? Zombie. Nimm meine Axt. Hat sich angehört wie ein Hund. Würde ich schon fast sagen. Aber du hast ihn ja auch gehört, also muss er hier irgendwo sein. Vielleicht backt er hier irgendwo gleich durch die Wand. Here is nothing. Oh, hier auch nicht. So, auf der Seite. Bei mir bist du gerade durch die Wand gebackt. Ja, du bei mir auch. Cool. Was ist los? Nicht alles gut. Einmal hier rüber. Ich hab bloß gedacht, es kommt noch ein Hangar, aber das ist ja, wie gesagt, der kleine Kram hier. Nischt. Außer Pflanzen, die hier reinwachsen. Türen innen drin sind offen, also ja, kannst du davon ausgehen, dass hier auch nichts ist. Roter, ein roter Rucksack. Könnte sogar ein großer sein. Kommst du? Ja, ich bin drin. Das ist ein großer, ja. Brauchst du keinen? Sag mal ganz ruhig, ich will erstmal sichern, bevor ich hier loote. Barett oder ein Cap? Kann ich dir nicht sagen. Ich muss Barett. Hiking Boots. Du hast auch noch einen kleinen Rucksack oder nicht? Ich hab auch oder hast du einen großen? Nö, ich hab nur einen kleinen. Aber ich hab jetzt gerade Can Opener Badly Damaged gefunden. Und dann nehme ich den Rucksack mit. Den Opener. Der ist eh demnächst direkt im A, also lasse ich den mal hier liegen. Warst du oben? Nein, ich war noch nicht oben. Behalt mal bitte die Tür im Auge, wenn ich hier rumstehe und loote und meine ganzen Kram rumpacke.
Morphin, Morphin, Morphin. Ja, ein bisschen Munition für dich wäre ja ganz geil gewesen. Ja, noch musste ich ja nicht schießen. So, habe ich jetzt einen roten Rucksack. Okay, lass mal oben gehen. Gut, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Auch nichts hier. Scheiße. Auch unter den Betten nicht. Meine Güte, ey. Schade. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt hier. Ja. Lesegelicht hier hochkant und dann Geil. irgendwelche bescheuerten Stiefel schon wieder, die auch damaged sind. Ey, Alter. Okay, warte mal kurz. Dann lass uns erstmal den Airstrip verlassen. Und dann unsere neue Posi suchen. Und dann können wir uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Bäh. So, was wolltest du? Ich hab dir gerade nicht konzentriert. Wo willst du hin? Ja, erstmal eine sichere Posi irgendwo in den Wald rein. Natürlich blöde, weil wir ja komplett mindestens entweder müssten wahrscheinlich immer 1 Kilometer Wir laufen, bis haben wir irgendwo ins Wald kommen. jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, warte, nördlich von uns. Da haben wir auch noch irgendwie zwei Häuser. Ah, das ist auch schon außerhalb vom Airstrip. Alles gut. Ich habe gerade auf der Karte ein bisschen geguckt, aber ob noch was in der Nähe ist. Nördlich von uns ist die kleine Baracke, wo wir Südlich meine ich. vorher drin waren. Südlich ist ein Brunnen und irgendwie noch zwei andere, drei, vier, fünf andere Gebäude, kleine. Wird auf der Karte angezeigt. Bin jetzt erstmal hier im Schutze des Waldes irgendwo. Da ist ein Hochstand. Ja, und hier hinten kommen diese Gebäude, ne? Oder was hat er? Ja. Ich glaube, da ist nichts Interessantes. Den Brunnen könnten wir noch mal ansteuern, aber was zu trinken habe ich noch, also nicht, also wir müssten nicht. Hier bei den Gebäuden waren wir aber definitiv noch nicht. Kommt auch gleich eine kleine Mauer. Das ist ein Zombie auf der Wiese. Erzähl mir nicht, der hat mich gesehen. Oder ist das ein Player? Nee, es ist ein Zombie. So behindert wie der läuft, ist es ein Zombie. Oder ein Geisteskranker. Ich glaube, er ist ein Zombie. Wie gesagt, wenn jetzt ein Zombie vor dir auftaucht, dann nimm dir ruhig die Zeit, um die Axt zu nehmen. Wir sind auch noch relativ offen hier. Da ist ein Zombie. Bist du? Hier ist ein Waffenreinigungsgerät, badly damaged. Ich weiß nicht, ob Wo du das bist mitnehmen du? willst. Ich bin in der kleinen Halle hier. Okay. Da ist die Gebäude, wo ich dir gesagt habe, Richtung. Ich bin Ja, du bist. direkt Ich vor sehe dir. dich. Er schreckt mich doch nicht so, Alter. Du, ich hab die orange Jacke an. Also Ja, sonst ich hätte ich weiß. Das war auch das hier. Einzige, was gerade so meinen Herzschlag wieder runtergebracht hat innerhalb von Deswegen kürzester frage Zeit. ich ja, wo du bist. Ja. Zum Glück trage ich heute Windeln. Das heißt zu so viel für Ja. mich. Ja.
So. Du links, ich re. Nee, warte. Doch, geh du mal links. Warte. Jetzt haben wir schon wieder so. Ja, warte. Sag ich und du rennst natürlich nach vorne. Ja, natürlich. Ich meine, die Enttäuschung bei den Zuschauern war schon richtig groß, als wir natürlich beim Hangar nichts gefunden haben. Ihr glaubt gar nicht, wie groß die Enttäuschung für uns war. Echt, ey. Die Aufregung, die Vorfreude, nichts davon hat sich erfüllt. Lange Vorbereitungszeit. Ja, das auf jeden Fall. So, ich bin jetzt hier in einem Kantinen-Kack-Ding. Und hier... Oh, was halten wir? Nein, er hat sie gegessen! Scheiße! Was denn? Ich habe eine verrottete Scheiß-Orange gegessen, weil ich keinen Platz mehr habe in meinem Inventar. Da isst er die ja automatisch auf F. Egal, ich hoffe einfach mal, dass ich mich jetzt nicht infiziert habe mit irgendwelchen kriminellen Bazillen. Aber wir haben ja sonst auch Vitamine dabei. Baseballschläger. Auf der anderen Seite, wo ich lang gegangen bin, ist noch ein Brunnen. Also den sollten wir eventuell noch ein bisschen ansteuern, beziehungsweise du, und dann, dass wir uns hier verkrümeln. Okay, ich habe Thunfischdose gefunden. Glückwunsch. Ich werde dafür das doofe, die doofe Spraykacke wegschmeißen. Ja. Du hast meinen Segen. Alles klar. Jetzt hätte sein können, dass du sagst, das war aber meine schwarze Dose. Also in diesem Ton kann ich definitiv nicht drüber sagen. Also nein. Nein. Ja. Oh. Warte. Holy. Komm zum Brunnen, Mensch. Mann, es ist eine verfickte Bandage. Ich nehme die Bandage mit. Verstehst du? Ich hab Bandagen. Ich auch jetzt. Ich hab mir jetzt genug Bandagen. So, ich, wo ist der Brunnen? Wenn du nach links gehst, aus dem Tor, da ist er. Da bin ja auch ich irgendwo. Also ich bin hier gerade an so einem schönen Wellblechzaun und gucke hier rüber. Okay. Wellblech, ah, ich sehe dich da. Das ist ein Zombie, ne? Wo? Direkt da hinten sehe ich einen. Wo denn? Da hinten, das ist eine gute Angabe. Also echt. Ich, ja. Ne? Du rückst aber auch nicht mit der Sprache raus, ne? Ne. Jetzt komm zum Brunnen. Ich komme. Ich gurme. Alter. Ganz ruhig. Ich komme jetzt gerade dahin. Hab deinen Wellblechzaun. Du hörst jetzt wahrscheinlich schon meine Schritte. Ich seh dich. Links. Jo. Genau. Okay. Jetzt sag mir mal, wo du den Zombie aufgeklärt hast. Ja, weißt du was, lass gut sein. der Zombie ist, warte. Wo bist du da? Rechts von dir. Wenn du jetzt gerade gucken würdest, ganz hinten bei anderen Gebäuden, hinten am Zaun, noch weiter hinten weg. Den habe ich also durch Zufall... Den habe ich vorhin schon aufgeklärt. Ja, möglich ist es. Der hat sich auf jeden Fall auch ganz komisch bewegt. Ja, der rennt da ganz verwirrt über die Wiese. Hast du getrunken? Ja, ich habe ein bisschen was getrunken. Wollen wir nach... Guck mal hier um die Ecke rum, hier hinten. Wollen wir nach Westen weitergehen? Ja, würde ich auch sagen. Über Krasnostav, oder? Also in Krasnovdorf wollte ich nicht rein, nein. Warum nicht? Will ich nicht. Nahrungstechnisch ist das zwar vielleicht noch in Ordnung gerade bei uns, aber eine Thunfischdose reicht mir für so einen weiten Weg, wo auch immer du noch hin willst. Weißt du? Ich hab genug zu essen, aber gut, wenn du da unbedingt nochmal rein willst, dann gehen wir allerdings nicht direkten Wege, sondern wir gehen erstmal nördlich davon. Oh, mein Buch ist runtergefallen. Nördlich davon, nördlicher Teil, Ende Stadt, circa 300 ist da so ein Waldstück. Ja. Austria. Also rechts vom Austria, genau. Ja, ich sehe.
Da gehen wir erstmal rein. Vielleicht ist es eine erhöhte Position. Vielleicht können wir darauf erstmal in die Stadt beobachten. Okay. Ich muss mal kurz das blöde Ding hier wieder aufheben. Macht sich alles selbstständig. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut hier, wa? Jo, alles klar.